Ja, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Jawohl, ich bin wieder unterwegs. Wir haben eine kleine Regenpause. Es sollte jetzt ein paar Stunden schön sein. Scheint sogar die Sonne, weil wir haben jetzt schon seit ein paar Tagen Regenwetter. Es ist natürlich alles waschelnass. Und ja, wenn man denkt, ich nutze ein bisschen die Regenpause aus, gehe ein bisschen in meinen Dschungel rein, kleinen Zupperl machen, nur Kleinigkeiten und ein bisschen relaxen, wie immer quasi. Was gibt es Schöneres als wie draußen? Also schauen wir mal, was uns alles erwartet. Gehen wir. Jetzt einmal lauter Ameisen. Wahnsinn, was da los ist. Die rutschen da richtig runter. Kugeln da drüber runter. Ja, ich habe da jetzt gar nicht vor. Irgendwie weit zum Hummer rumrennen. Bleibt da jetzt irgendwo in der Nähe, wo ich ein schönes Platz finde. Und das reicht mir dann schon. Schauen wir mal, wie das Wetter, ob es so bleibt. Bewölkt ist es schon wieder, aber naja. Ein Suppel möchte ich mir schon genehmigen heraus. Und ein Käfchen ist eh klar. Und ja, schauen wir, wie es Wetter durchhält. Ja, da werden wir jetzt irgendein paar Mal genehmigen. Und ich denke, das macht sich da schon ganz annehmbar. Das werde ich mir gleich einverleiben. Ja, ich bin ja immer noch am Testen. Ich habe jetzt diese ganz normalen Platteln da, was es dafür daheim gibt, für diese Stecker zum Anstecken und die Steckdosen. Da sind jetzt zwei drin. Mich würde jetzt nur interessieren, ob das jetzt auch was wirkt oder ob wirklich nur die originalen, weil da ist jetzt eine bei mir. Also ich sitze jetzt schon gute 5 Minuten da. Im Augenblick habe ich noch eine Ruhe von den Gößen, aber ja. Schauen wir mal. Ja, wir haben im Augenblick 2:30, also es ist eigentlich Zeit zum Essen. Ich habe da wieder so Fertigsuppen, wo man eigentlich nur Wasser reinhauen muss und dann ist es fertig. Und die werden wir jetzt einmal schnell machen. So, da Deckerle drauf. Wind haben wir heute gar keinen, also. Und warten wir auch. Kleines Tischl dabei mit meinem Stativ-Tischl quasi. Ja, das macht sie ganz gut. Wie gesagt, da kommt noch ein Video dazu, wie man das Ganze genau macht. Man kann natürlich alle anderen Stativ auch verwenden. Das ist halt optimal, weil es wirklich einen Kugelkopf hat. Da kann ich mir es wirklich schön gerade hinstellen, wie man es braucht. Ja, jetzt habe ich da gerade was Enttäuschendes miterleben müssen. Mein Bialetti steht daheim. Die werden nämlich ordentlich ausgewaschen. Und die steht noch daheim. Naja gut, jetzt ist einmal mein Superl dran, das ist gleich soweit. Dann müssen wir mal schauen, was wir improvisieren, weil ohne Kaffee geht gar nichts. Hei, 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 hei. Ja, das kocht, das schaut gut aus, sehr gut. Ja, in der Zwischenzeit habe ich überlegt, was mache ich mit meinem Käfchen. Und ich habe da zum Gig immer so Reservefilter dabei. Das sind so kleine Filter, die kann man schön aufziehen und die setzt man dann aufs Heferl drauf. Das wäre mal genehmigen und vom Kaffee. Habe ich kein Problem. Ich habe meine Pads hab ich dabei. Die habe ich ja herinner in mein Carlos Survival Pack. Und ich habe aber auch diese Nespresso-Kapseln. Da war eigentlich genau die richtige Menge. Da wäre mir eine aufschneiden, die lade ich mir da rein. Und wir sind im grünen Bereich. Die Welt ist gerettet. Herrlich. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der was eine Suppe mit einer Grützange isst. Aber es geht.
besser als wie mein Läufer. Ja, das war's. Hat mir jetzt geschmeckt, muss ich sagen. Ein bisschen Energie habe ich auch wieder, eh klar. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Schrecksekunde gehabt. Weil, wo tue ich den Filter drauf, wenn ich nur das zum Wassererhitzen dabei habe. Aber notfalls hätte ich das dabei, hätte ich umfüllen können, wasche ich aus, heiße Wasser rein, kannst du wieder füttern. Aber ich habe von letztem Mal, wie die Nanopresse mitgehabt hat, noch mein Holztassen. Ich bin sowas von gerettet, muss ich sagen. Ich nehme quasi diesen Filter da. Gibt es ja überall zum Kaufen. Und ja, ich werde mir da so eine Kapsel nehmen. Das sind ca. 8 Gramm drin, glaube ich. Das ist eigentlich eher eine angenehme Kaffeemenge. Und die werden wir. Da hinein befördern. Und mehr X-Boil. Ja, während da mein Kaffee, also das Wasser eigentlich vor sich hin warm wird, habe ich mir eigentlich überlegt, ob ich nicht meinen Solostuf anzünden soll. Ein bisschen wieder wegen der Gemütlichkeit, weil mich das interessiert, wenn der auf den Tischerl steht, ob den Tischerl was passiert. Und da ich aber eine neugierige Nase bin, werde ich das ganz einfach jetzt einmal testen. Ja, von den Anzünder her habe ich eigentlich nur mehr diese Wattebett halbert in Wachs getränkt. Was anderes nehme ich gar nicht mehr mit, das ist. Von dem Zeug habe ich nur daheim. Mit zwei Mädels kein Problem. Ne? Und habe auch wieder ein paar Kiefernzopfen dabei. Schauen wir halt einmal. Und das geht ja verdammt schnell. Ja, das passt schon. So. Dann ein bisschen. Na, das kommt gut. Und da hinten brennt auch schon perfekt. Ja, dann würde ich sagen, Krankensaison, gesund werden und alle anderen werden mir nicht krank. Prost! Ja, der ist nicht so schlecht, muss ich gestehen. Also so eine Kapsel hat eigentlich eine gute Menge für so eine Tassen voll, für mich zumindest. Inzwischen hätte er vergast. Die sekundäre Verbrennung ist gigantisch bei so einem Holzvergaser. Aber es ist wirklich am effizientesten. Schauen wir mal da unten. Ja, er ist lauwarm. Aber ich kann den Finger immer noch da herhalten aufs Eisen. Eins kann ich auf alle Fälle sagen, also diese Platteln sind nicht so wie die Originalen von der Marcel. Es funktioniert zwar auch gut, aber es kommen immer wieder auch in meine Nähe, obwohl ich eigentlich eingesprüht auch bin. Also bei einem Thermacell mit den Originalplatteln kommt da gar nichts zu. Also, ich werde es zwar noch mal probieren, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil es ist auch kühler, da ist nicht so ein extremer Andrang von einer, von den Gößen, aber ja, schauen wir. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ab 16 Uhr ist wieder Ring angesagt. Der soll bis 19 Uhr durchgehen. Wir haben jetzt 15.30 Uhr. Das heißt, in einer halben Stunde könnte es regnen. Es ist auch ziemlich finster von da hinten. Es hat da komplett zugezogen. So,
Da ist jetzt noch mehr Glut drin, sieht man eh. Und wie ihr seht, ich habe den in der Hand. Also, da ist nicht einmal was passiert. Ja, dadurch, dass der jetzt wirklich immer dunkler wird, werde ich mich schon langsam zusammenräumen. Den lasse ich dann noch schön gemütlich ausgehen. Und ja, ich richte mir alles zusammen. Dann brauche ich nicht mehr einen Hobel da reinpacken und dann kann ich jederzeit losgehen. So machen wir das. So, ich habe jetzt nicht gefilmt, wie ich alles zusammengepackt habe, weil es hat zuerst schon angefangen zum Niedeln. Hat jetzt wieder aufgehört, jetzt habe ich mich ein bisschen beeilt. Ja, ist eh nicht so wichtig, wenn man zusammenpackt, oder? Das kennen Sie eh schon, habt ihr eh schon 100-mal gesehen, wenn nicht noch öfters. Auf alle Fälle. So, gehen wir. Ziel. Es ist noch immer trocken, was mich gefreut. Von daher super. Ist dann herrisch. Gewaltig. Super. Ja, 100, 200 Meter, dann bin ich bei meinem Auto und bis dahin wird sicher nichts mehr sein. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Marl noch. Pfiat euch, die Burm.